Dennis, wie geht's dir auf der rechten Seite? Mir geht's super, wie geht's dir auf der linken Seite? Alles toll, Wetter ist super, macht Spaß. Wir haben heute einen unglaublich tollen Gast und zwar möchte ich ihn gar nicht länger warten lassen. Der Mann heißt Brammen und der kommt jetzt angebrammt. Ja. Hallo, grüß dich. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Sehr gerne, immer wieder gerne. Erste Frage, wahrscheinlich weiß das jeder außer ich, aber woher kommt Brammen? Das ist mein Nachname. Ja, kann man doch nicht wissen, hey, woher soll ich das denn wissen? Du hast einen Bachelor in International Business Economics, Schwerpunkt Steuern und Controlling. Ja. Das heißt, Steuern. Du liebst Zahlen. Tatsächlich, ja. Hast du deswegen auch Zahlen in deinem Nachnamen? Nee, das ist tatsächlich so eine Trendsünde von vor 10 Jahren gewesen, die ich heute auch stark bereue, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber wenn du halt einmal was gemacht hast, kannst du es halt dementsprechend nicht mehr ändern. Ja, und ich habe mich tatsächlich dann immer sehr für Steuern tatsächlich interessiert. Also du kannst meine Steuererklärung quasi machen? Ja, das dauert doch tatsächlich, doch auch mit der UG. Ja, das würde ich auch machen. Macht dir das Spaß dann? Ich weiß, das kann sich keiner vorstellen, aber ich wollte tatsächlich in der 8. Klasse oder 9. Klasse wollte ich schon Steuerberater werden. Hab dann halt erst Realschule gemacht, aber Realschule bist natürlich, oder warst du damals zu schlecht für, ich bin ja mittlerweile auch schon mal älter, aber leck mich am Arsch. Hab dann halt noch Abitur gemacht danach und dann halt bin ich studieren gegangen und bin dann halt da von dem typischen Steuerberaterberuf etwas Richtung Controlling geswitcht, weil das einfach noch mal einen Ticken mehr Spaß gemacht hat und das ist so eine typische Position, aber in großen Unternehmen. Wie fühlt man sich denn mit 2,1 Millionen Abonnenten? Ganz gut. Kann man das noch erfassen? Wir machen immer gerne einen Stadionvergleich, machen wir ja auch gerne. Wie ist das denn so, wenn man sich den in einem Stadion vorstellt? Das mache ich tatsächlich auch. Ja. Also ich finde mir, meine Grundvorstellung ist auch immer so, wenn ich mir vorstelle, wie viele Leute eingucken oder so, wenn ich mir vorstelle, stell dir mal vor, die würden alle vor dir stehen. Ich glaube, ich würde einfach gehen. Aber ich meine, ist ja bei euch hier nicht minder. Ich meine, ihr seid ja mittlerweile auch schon auf einem guten Weg. Ja, guten Weg. Ja. Da sind wir, ja. Aber wir verhalten uns nicht wie welche. Oder, ja, Arschlöcher? Hashtag ZAK. Erzähl mir ein bisschen darüber. Dazu kann ich leider nicht so viel sagen. Kannst du nicht so viel sagen? Nee, es tut mir furchtbar leid. Also ich meine, den Sachverhalt, den haben wir ja uns auf dem Kanal geäußert. Ja, das stimmt wohl. Und ja, ansonsten ist es halt... Sonst klicken die Handschellen. Ja, nee, das jetzt nicht auf keinen Fall. Aber Fakt ist halt auch, dass ich da nicht so viel drüber weiß. Das ist halt so eher so Peters Ding. Deswegen äußert er sich auch immer öffentlich dazu. Wir haben uns gedacht, um die Stimmung ein bisschen aufzulockern, haben wir uns ein Spiel ausgedacht, das öffentlich-rechtlich ja gar nicht sein kann. Und zwar werden wir jetzt das Spiel Pornostar oder YouTube-Star spielen. Für euch zur Erklärung, wir werden gleich Girls sehen. Und wir drei müssen einfach raten, so frei raus, ist das jetzt ein Pornostar oder ist das ein YouTube-Star? Anita Softwood. Können das denn auch amerikanische Schauspielerinnen sein? Es sind natürlich nicht nur Deutsche, sondern die werden dann auch. Niemand, der kein Porno macht, heißt Softwood. Das ist sowas von Pornodarsteller. Anita, ist so Anita. Ja, ist so der willige Blick. Ich sag, es ist eine Pornodarstellerin. Ja, genau, sag ich auch. Ich sag auch Porno. Ich sag YouTuberin. Oh. Richtig. Ach so, richtig. Ich falsch? Oh. Ah, scheiße. Emma Rectangle. Ja, die ist YouTuberin. Wie kommst du auf? Kennst du die? Nee, aber die sieht halt so aus. Ja, als wenn die ganz vloggen würde oder irgendwie ja, genau, die Kamera sitzen würde. Die sieht halt aus wie so eine typische amerikanische Vloggerin irgendwie, die so ein bisschen Beauty und Essen oder so macht. Oder links und rechts die Schwänze ausgeschnitten, kann natürlich auch sein. Das kann natürlich das könnte auch sein. Das wäre eine grandiose Photoshop-Arbeit gewesen. Nein, ja. ich sag ganz klar, ich sag YouTuber. Ich sag Porno. Ich sag auch Porno, wegen dem Namen Rectangle, oder? Ach, jawohl. Scheiße. Na gut. Die, Porno. Nein, die ist YouTuberin. Die Amore, allein den Nachnamen. Oder beides vielleicht. Nee, beides gibt's nicht. Doch, klar. Hier, oder? Wie ist die? Luna Love Doggy, oder so? Doggy Bee. Ja, genau, Luna, Doggy Luna Bee Love. Ist es, ja. Ja, ist das. Aber ja, die Amore, der Nachname, dann das Aussehen, das ist ja schon... Das ist Porno. Nee, ich sag YouTuber. Porno. Was? Ja, toll. Die Amore? Cosmo by Hailey. Boah, das kann alles sein. Ich lasse mich gerade tatsächlich von einer Sache komplett beeinflussen bei der Auswahl. Und zwar in dem, was schon gezeigt wurde. Weißt du, so Pornostar, ja. YouTuber. Jetzt, ach so. Jetzt bin ich gerade so überlegen. Aber das muss ich eigentlich, glaube ich, ausschalten. Also das bei Hailey ist natürlich schon irgendwie so ein Indiz. Ja, mit den Wangenknochen so. Ja, die ist halt so wie so Make-up-YouTuber. Ja, ich sag YouTuberin. Ne, ich sag tatsächlich, ich sag Porno. Ich sag YouTuberin. Bam! Alter, die sieht mega ranzig aus, die ist sowas von Porno. Voll verbraucht. Sowas von Porno. 100%ig voll verbraucht. Ich glaube auch. Ja, die ist kurz bevor die Nudelrestaurant aufmacht. Ja, Porno. 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 Oh. Ja. Ja, YouTube. Ja, glaube ich auch YouTuberin. Glaubt ihr YouTuberin? Ich hätte jetzt direkt gesagt Pornodarstellerin. Die können sich mittlerweile auch alle ausleuchten. Ja, das stimmt, dass die das können, aber das wäre jetzt tatsächlich vom Namen abgeleitet. Einfach so. E-Mann, E-Man. Einfach so einen kurzen Namen, der aber gar nicht sexistisch klingt oder so, oder auch sich nicht irgendwie so typisch reimt oder so. Aber würde halt zu YouTube passen vom Namen. Ja, ich sag auch YouTuberin. Ja, ich sag Porno, einfach um dagegen zu sein. Mein ganzes Leben lang schon.
Bam! Jawoll! Ich hab den Namen mal rückwärts gelesen, ob der Name vielleicht was Perverses rückwärts heißen könnte, aber nicht. Nemi? Nee, Nemi, genau. Ach ja, stimmt, Nemi. Nemi! Das ist doch Lärz, genau. Nemi! Ui. Easy Neon. Alter, sowas von Porno. Ja, ich hab auch Porno. Übrigens, schön die Haare freigestellt. Ganz schön. Easy Neon, also. Ich sag YouTuberin, ich hab irgendwie so ein Gefühl. Okay. Wir können es ja auch einig sein. Ich sag Porno. Ich sag auch Porno. YouTuberin. Sag ich doch. Boah, ist ja krass. Oh, Chloe Sadori. Exotisches. Was für ein Loop. Könnte eine brasilianische YouTuberin sein, deswegen sag ich YouTube. Ja, ich sag auch YouTuberin. Ja, bin ich auch dabei. Ja, gut. Boah, das ist ja, schwer. Die heißt doch schon Deluxe, Alter. Ja, Porno. Das kann, aber ich glaub, das ist Porno. Das wäre jetzt eine Überraschung, wenn es keine Porno-Stelle wäre. Ja, bin ich auch dabei. Sonnidra Deluxe, ja. Nice! Echt jetzt? Nee. Ich hab mich von dem Namen mega blinden lassen. Ja, auch das Video, ja, sitzt, das ist für die... Jodie Taylor. Ob das extra brav ist, damit man nicht da... Ja, oder so ein Girl Next Door. Teenie-Porno. Ja, so ein Girl Next Door-Zeug. Also habe ich schon gehört, dass es sowas gibt. Ich sag Pornodarstellerin. Ich auch. Ja, ich auch. Kalani Lay. Ja, die ist YouTuberin. Die ist 100 pro YouTuberin. Ja, so eine Beauty-Bloggerin. Ja, auf jeden Fall. Obwohl, die kann auch auf der Venus-Messe da gerade stehen. Ich glaube, das ist eine Pornodarstellerin. Also der Punkt ist, die hat komplett schwarze Augen. Die hat sich die Mühe gemacht, das Make-up so zu komplettieren. Und deswegen würde ich sagen, Beauty-Bloggerin. Ich sag Porno. No. Hab ich recht gehabt, ne? Nee, aber es gibt auch Leute, die sind noch nicht verbraucht. Das ist auch wichtig. Ja, Porno, Alter. Porno, nein, so weit von YouTuber. Meinst du? Ja, das ist viel zu übertrieben für ein Porno. Meinst du, das ist schon so auf die Fresse, dass das ich... Das ist sowas von, sowas satirischer Ausdruck in YouTube-Videos, ja. So, guck mal hier, ich bin so mega ranzig und so, da macht ihr irgendwie so Asi-TV. Die Augen sind doch so, ist das jetzt in sowas heutzutage? Ja, ich sag, das ist ein Porno, das ist eine Szene aus einem Porno, oder nicht? Oder ist das falsch? Nee, ich sag YouTube. Ich sag Porno. Ja. Ja, oh, aber, da. Ja, null Abos, ist okay. Porno. So weit von Porno. Niki Benz. Ja, Niki Benz. Porno? Ja, Porno. Ja, Porn-Dam, ey. Ich möchte an dieser Stelle natürlich betonen, dass, egal ob eine Frau Porndarstellerin ist oder YouTuberin, der Mensch ist gleich viel wert. Der Mensch ist gleich viel wert. Ist nur ein Job. Ja, aber das ist ja so, ich meine, wenn du selbst in der Öffentlichkeit stehst, musst du ja auch einiges anhören. Ja, da darf man auch mal über andere lästern in der Öffentlichkeit. Ja, das musst du uns nicht sagen. Ich glaube, dass YouTuberin immer mehr aussehen wie Pornodarstellerin. Ich hätte genau das Gegenteil gesagt. Ich hätte gesagt, wieso? Es gibt immer mehr YouTuberinnen. Ich glaube auch nicht, dass sich immer mehr Pornodarstellerinnen zur Diversifikation ihres Contents auch auf YouTube bewegen. Hat es denn hier Spaß gemacht in unserem wunderschönen Wohnzimmer? Ja, ich finde das doch sehr heimelig auf jeden Fall. Und ich finde diesen Pseudo-Whisky, finde ich... Das ist wirklich der Whisky. Achso, echt? Mach auf, kannst du riechen. Wieso habt ihr Whisky stehen? Bei uns gibt es keinen Fake-Alkohol, da gibt es nur echten Alkohol. In diesem Sinne, liebe Freunde. Free Pizza Meat, Free Pizza Meat. Ich zahle auch. Ich zahle für euch auch.